Hallo Freunde, hallo zusammen. Ich möchte euch geschwind noch die Bilder zeigen vom letzten Mal. Das war ja das erste, wo ich mit der Schnur gezogen habe. Ist cool geworden, finde ich. Vor allem hier, das sieht aus, wie wenn es so aufgeklappt wäre. Jetzt seht ihr auch nochmal, ist das, was ich gemeint habe mit dieser gewagten Farbe, mit dem Preußischblau. Ist natürlich heikel, weil es ziemlich dunkel und etwas dreckig wirkt, also beim Vlies, bei der Vliestechnik. Und ihr seht auch, wie das Grün abgedunkelt hat. Okay, das war das eine. Dann ja noch das zweite, auch ganz gut geworden. Das ist ja das mit dem Cell Creator danach. Finde ich, gibt aber gute so 3D-Strukturen hier. Richtig gut. Und jetzt könnt ihr es vielleicht auch mal sehen, wenn es spiegelt. Ihr seht halt durch diesen Cell Creator habt ihr keinerlei Silikonflecken. Ja? Alles blank. Okay, weniger zum Putzen. Gut. Ich möchte heute nochmal ein Bild machen. Ich möchte nochmal einen Swipe machen, aber nur mit zwei Linien. Versuche vielleicht dann nochmal mit dem Kamm durchzuziehen. Und dann... ja, machen wir noch ein paar Zellen rein, denke ich mal. Ich mache das ja immer so spontan, also ich überlege mir da nicht lang vor, sondern ich probiere einfach. Da kommen meistens die besten Bilder raus. Und dann lasst uns einfach starten. Bis gleich. So Freunde, lasst uns starten. Ich habe hier einen Keilrahmen, der ist 40 auf 40 cm. Hat hier leichte Flecken, ich weiß nicht von was das ist. Ich hoffe, es ist kein Silikon, sonst versaut es mir das Bild. Habe einen großen Becher mit Weiß angerührt. Habe Tageslichtgrün und Tageslicht Neon, also Pink und Schwarz. So, ich glaube, ich schiebe nochmal die Kamera ein bisschen höher. Wartet mal. Ja, so könnt ihr es besser sehen, denke ich mal. Okay. Ich mische mir jetzt erstmal hier die Farben an. Und zwar dieses Tageslicht Pink. Bisschen Schwarz rein. Dann Tageslicht Neon. Tageslicht Neon. Ich sage mal Neongrün im Prinzip, ne? Kann man sagen. Tageslicht Grün. Mach dann nochmal. Nochmal ein bisschen Schwarz rein. Und nochmal etwas Grün rein. So, haben wir eben meinen Becher stehen. Das müsste eigentlich schon reichen für dieses Bild. Was ich jetzt vielleicht mache, ich ziehe eine Bahn Weiß schon mal vor. Und die zweite auch. So, und jetzt kommt da dieser Mischbecher. Ich kipp's so weit, dass wir halt alle Farben ein bisschen drin haben. Das passt. Das reicht auch schon. Schnell noch Weiß dazwischen, damit es nicht zusammenläuft. Mit dem Rest des Weißes bereite ich meinen Swipe vor. So, nehme jetzt aber auch nur eine kleine Spachtel. Sonst ist es zu breit. Und brauche noch was zum Abputzen. Ich möchte das im Prinzip nur so rüberlaufen lassen. Und dann lasse ich es natürlich noch ein bisschen nachlaufen, damit sie es ein bisschen auseinanderzieht. Schauen wir mal, ich habe viele Luftblasen drin. Das werde ich kurz mal erhitzen.
besser ist, wenn die draußen sind. Da die eine Kante nicht ganz erwischt, passiert. So. Das reicht im Prinzip schon. Ich schaue jetzt mal, dass ich noch ein bisschen Weiß hier hinbekomme. Schauen wir mal, ob die Farbe ausreichend war. Aber ich denke schon, ich habe die Farbe jetzt einmal ein bisschen dünner gemacht. Müsste eigentlich gut laufen. Da möchte ich jetzt natürlich nicht alles verlieren hier mit diesen Streifen außen. Das passt aber. Jetzt drehen wir das Bild mal um. Ich hoffe, ich bin soweit im Bild. So, ab über die Kante. Also wird ein schön dezentes Bild. Hier noch rüber. Jawohl. So. Und jetzt ziehen wir das noch mal wieder schön in die Mitte rein. So, passt auf, ich mache es so, da habt ihr es besser im Blick. Also wie gesagt, schön dezent. Und jetzt schaue ich mal, passt mal auf, ups, das war ein Fehler von mir. Aber ich wollte die Handschuhe noch anlassen. Ja. Das ist Live-Action. Der Fleck gefällt mir nicht. Du kommst weg. Egal. So. Jetzt hier diesen kleinen Kamm. Mit diesen hier. Aber ich lasse vielleicht noch mal kurz den Heißluftföhn drüber, wegen die Blase. So. Also ich habe auch kein Silikon drin. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier vielleicht mal was im Kamm machen. Okay. Wisst ihr was? Ich kann euch auch sagen, warum das jetzt so reagiert.
weil an diesem Kamm noch Silikon dran ist, von letztem Mal, habe ich vergessen. Aber kommt ganz cool. Ich sag ja, es ist viel improvisiert bei mir. Okay. Aber da jetzt Silikon schon drin ist, werde ich es nochmal geschwind laufen lassen. Immer um diese fleckige Stelle nochmal rauszubekommen. Ja, ist natürlich etwas dünn jetzt. Ja, Schande über mich. Da war noch Silikon drin. Aber ist nicht schlimm. So, nur das hier gefällt mir noch nicht so ganz, dieser Punkt. Nur wenn ich es jetzt laufen lasse, kommt das alles herüber. Schauen wir mal, ob es trotzdem etwas funktioniert. Diese Stelle möchte ich draußen haben. So. Also ich denke zumindest, dass das Silikon drin war. Außer es hat so eine Wirkung jetzt, was ich mir eigentlich nicht denken kann. Aber gut. Weil eigentlich habe ich ja den Kamm abgeputzt. Aber sag niemals nie. Aber ich gehe schon davon aus, weil diese Stellen kommen nicht vom Kamm, sondern vom Silikon. Gut. Passiert. Nobody is perfect. Was ich jetzt nochmal mache, um das Bild noch ein bisschen zu verändern, nehme wieder von meinem 300er Silikon etwas in den Becher rein. Kann euch hier zeigen. Das reicht schon. Und habe wieder diesen Holzspieß, diesen dünnen, breche ich nur wieder ab, damit er kürzer ist. Schauen wir mal, was wir da ein bisschen zaubern können. Ich werde es ein bisschen schneller laufen lassen, damit es euch nicht so langweilig wird. Und lasse ein bisschen Musik laufen. Und dann könnt ihr ein bisschen zuschauen, was ich mache. Thank you.
Freunde, ich bin zurück. Also, durch diesen Kamm, wo ja schon Silikon drin war, seht ihr, es reagiert nicht mehr, wo das Silikon schon drin war. Klar, das verläuft dann in sich. Aber da, wo noch kein Kamm war, kann man schöne Zellen rausholen. Hier habe ich es ein bisschen versaut, weil da waren wenig Farbe. Habe ich noch ein bisschen aufgefüllt, ist okay. Und hier hat es natürlich auch funktioniert. Da, wo, wie gesagt, der Kamm durchfuhr, passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Haben wir auch wieder was dazu gelernt. Aber ansonsten passt es eigentlich. Ich werde es jetzt auch so lassen. Ich lasse kurz vor 10 Minuten einwirken. Und ich finde es ganz gut. Da kann man ruhig ein bisschen spielen. Und vor allem auch, selbst wenn er keinen Kamm reinmacht, könnt ihr ja nur stellenweise Zellen machen. Da, wo ihr sie hinhaben möchtet. Na, zum Beispiel also wie hier. Oder nur hier diesen Bereich. Oder nur außenrum. Ja, da kann man schon noch viel machen. Finde ich cool. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. So, Freunde, ich bin zurück. Also das war jetzt für mich eigentlich ein misslungener Versuch. Und zwar, weil in diesem Kamm Silikon drin war. Aber ich denke mal, ich habe das Beste wieder draus gemacht. Jetzt zeige ich es euch mal von neuem. Ich kann ja erstmal hier rumfahren, die äußere Linie. Ist ja ganz cool geworden dann. Und da kann ich euch auch gleich was zeigen. Ihr seht ja hier, ziehen die Zellen sich richtig schön auseinander. Wenn ihr die Zellen dichter aneinander legt, das heißt, das Silikon dichter aneinander setzt, bleiben die Zellen kleiner. Na, so wie hier. Okay. Und da jetzt natürlich, wo in diesem Kamm das Silikon war, passiert nichts mehr, habe ich gemerkt. Aber gibt natürlich auch einen schönen Effekt. So. Okay. Hier war ein bisschen zu wenig Farbe. Habe ich hier nachgegossen, links. Und ihr seht aber hier, durch den Swipe sind jetzt die anderen Farben hier auch noch rausgekommen. Also auch noch ein bisschen pink. Richtig cool geworden. Dann hier jetzt wieder das gleiche. Hier zieht sich es schön auseinander. Da kann ich natürlich auch ein bisschen spielen. So. Das war ja das Silikon im Kamm eigentlich schon. Hat sich da auch nicht mehr viel getan. Und hier, wenn er die Zellen, wie gesagt, das Silikon ziemlich nah aufeinander setzt, dann bleiben die Zellen auch klein. Ich denke mal, da haben wir auch wieder ein bisschen was gelernt. Aber die Striche kommen trotzdem cool hier, finde ich. Okay, kann passieren, sollte nicht passieren, aber gut. Ja, dann war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, euch hat es was gebracht. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.